Jetzt wird zu uns sprechen, in einem gesetzten Redebeitrag, Pamela Schobes. Da darf ich einleitend drei Worte zu dir, zu Ihnen sagen. Das machen wir immer so, wenn wir jemanden eingeladen haben und der oder diejenige dann auch kommt. Ich habe hier so einen schönen Sprechzettel, den arbeite ich jetzt runter, da steht so viel Tolles drauf. Ja, also du bist wie Nina offensichtlich aufgewachsen und zumindest aber geboren in Hessen. Deswegen wirst du jetzt gleich wahrscheinlich ein kleines Stichwort zum Thema Fußball machen müssen. Du bist aber seit den 90er Jahren in Berlin und du lebst in Kreuzberg. Du betreibst seit 2011 mit deinem Lebensgefährten den Musikclub Gretchen. Und ja, davor hatten wir schon einmal eine Berührung. Hast du den Alken Club im Prenzlauer Berg geleitet und der fiel ja bekanntlich und leider der Gentrifizierung zum Opfer. Du hast auch noch einen zweiten Beruf, also scheinst viele Bälle in der Luft halten zu können. Du betreibst aktiv auch Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Medien mit Afrika. Die Bühne ist deins, du hast 5 Minuten, wir sind gespannt. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und zu diesem Leitantrag sprechen darf, weil ich mag den Titel Alle nach ihrer Fasson. Weil wenn es einen Ort gibt, an dem wirklich jeder und jeder nach ihrer bzw. seiner Fasson glücklich sein kann, dann ist es für mich tatsächlich Berlin. Und jetzt kommt Hessen. Es war nämlich auch tatsächlich der Grund, weshalb ich 1993 hierher gekommen bin. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen in Hessen. Da war es idyllisch, sauber, friedlich, still, von viel Natur umgeben. Aber ich konnte da irgendwie irgendwann nicht mehr atmen. Berlin und seine Menschen sind bunt, freundlich und unfreundlich, organisiert und chaotisch. Die Stadt ist sauber und dreckig, leise und laut. Berlin ist divers und damit etwas Besonderes im Vergleich zu vielen anderen Großstädten. Berlin lebt und pulsiert und genau das macht für mich den Reiz einer spannenden Großstadt aus. Deshalb kann ich hier atmen und woanders eben nicht. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht wie mir. Für viele Menschen ist Berlin eine Stadt, die ein Gefühl von Freiheit und Freisein vermittelt. Und dieses Gefühl kommt sicher nicht nur, aber eben auch durch Kultur und Kreativität. Kreativität und Freiheit bedienen nämlich einander. Ohne Freiheit gibt es keine Kreativität. Und ohne Kreativität gibt es keine Diversität. Diversität macht unsere Stadt aber so spannend, so offen, so liebens- und lebenswert und eben auch so frei. Musik ist dabei für mich und viele andere ein wichtiges Tool. Musik ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft, öffnet Grenzen, bringt unterschiedliche Kulturen zusammen und entsteht auch aus diesen. Und das erweitert den Horizont. Musik steht für Offenheit, Toleranz und Freiheit. Und Musik ist auch Clubkultur. Unsere Clubs sind gleichzeitig Freiräume und Nischen, in denen sich Menschen ausprobieren können. Unsere Clubs sind Begegnungszonen und gleichzeitig Schutzräume auch für marginalisierte Gruppen. Bei uns sollen und können die Menschen frei und anders sein in jeder Hinsicht, weil uns Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht und sexuelle Ausrichtung völlig egal sind. Und Berlin ist international wohl der bekannteste Clubstandort. Viele Künstler, darunter natürlich viele Musiker, aber eben auch viele andere Kreative kommen nach Berlin, um sich von der Stadt inspirieren zu lassen und sich weiterzuentwickeln. Das Besondere hier ist die Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Kultur auf engem Raum und die damit einhergehende Toleranz für die Bedürfnisse des anderen. Und diese Mischung unterscheidet uns von den meisten anderen Großstädten auf der Welt. Und zu dieser Mischung gehört eben auch die Clubkultur und die Menschen, die damit Lebensfreude und Freiheit verbinden. Viele Clubs in Berlin sind aber aktuell bedroht, aus unterschiedlichen Gründen. Einige durch extreme Mietsteigerungen durch ihre privaten Vermieter. Das betrifft übrigens auch andere kleine und mittlere Gewerbetreibende oder Handwerksbetriebe. Wir brauchen deshalb dringend ein Gewerbemietrecht, das die Mieterinnen vor Willkür schützt und ihnen auch Rechte einräumt, damit sowas eben nicht passiert. Andere Clubs sind durch heranrückende Wohnbebauung bedroht. Es ist übrigens im Regelfall nicht so, dass sich ein Club einen attraktiven Standort inmitten eines Wohngebiets aussucht, um dann hinterher sich über Lärmbeschwerden zu wundern. Nein, in der Regel sucht man sich einen Ort, an dem man frei sein und experimentieren kann und das auch gegebenenfalls mal etwas lauter. Und danach werden Wohnungen daneben, darüber oder dahinter gebaut. Und natürlich fühlen sich dann manche neue Mietende von der Musik, dem sogenannten Lärm, gestört. Und oft muss aber am Ende der Club schließen. Das ist aber nicht fair. Der Club hat ja gar nichts falsch gemacht. Müsste nicht der neu baut, dafür sorgen, dass seine neuen Bewohnerinnen sich nicht gestört fühlen von dem, was vorher schon da war? Applaus
Londons Bürgermeister hat das verstanden und Riauk hat es vorhin schon gesagt, das sogenannte Agent of Change Prinzip eingeführt. Leider allerdings auch erst, nachdem jährlich aufgrund des Immobilienbooms bis zu 80 Musikspielstätten schließen mussten. Dieses Agent of Change Prinzip verlagert die Verantwortung auf die neu geplante lärmsensitive Nutzung. Für Londons Kreativität kommt das Umdenken wahrscheinlich zu spät, aber in Berlin hätten wir noch eine Chance. Wieder andere Clubs sind dadurch bedroht, dass meist einzelne AnwohnerInnen sich durch den Club gestört fühlen. In manchen Fällen hören sie die Musik, in anderen Fällen hören sie die Menschen auf der Straße, die zum Club gehen oder wieder nach Hause. Wir wissen von vielen Fällen, in denen es sich genau um einen oder eine Beschwerdeführerin handelt. Ist es fair, wenn dadurch ein Club schließen muss und viele Menschen etwas verlieren, was ihnen wichtig ist? Könnte man sich nicht gemeinsam Maßnahmen überlegen, sodass alle leben und atmen können? Wie zum Beispiel der Lärmschutzfonds, der hier wirklich helfen kann und der unbedingt weitergeführt werden muss. Für viele Menschen, ich bin gleich fertig. Für viele Menschen ist es übrigens auch ein Gefühl von Freiheit, wenn sie im Sommer tagsüber unter freiem Himmel tanzen können, in einem Park, ohne Eintritt bezahlen zu müssen, weil die Menschen, die das Free Open Air organisieren, das tatsächlich aus Spaß an der Freude tun, ohne wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Sie wollen Musik machen, geben und teilen. Und ihr Lohn ist das Lächeln in den Gesichtern der Tanzenden. Einfach das Gefühl, frei zu sein. Musik ist außerdem Kultur und damit ist Musik ein Kulturgeräusch und kein Lärm. Und tieffrequente Töne sind übrigens für die meisten elektronischen Musikstile unabdingbar. Techno House oder Drum and Bass ohne Bass ist tatsächlich wie Fußball ohne Ball. Das geht einfach nicht. Und sehr viele Menschen brauchen diese Musik, um sich frei zu fühlen. Gerade in der letzten Zeit häufen sich auf Bezirks- und Landesebene Vorstöße, neue Reglementierungen einzuführen, die vielen Menschen das Gefühl von Freiheit nehmen und sie einengen werden. Gesundheit. Viele Städte gucken auf Berlin und warnen uns davor, nicht die gleichen Fehler zu machen, nicht die Innenstadt absterben zu lassen, indem Kleingewerbe, Kunst, Kultur und Clubkultur an den Stadtrand verdrängt werden. Wir müssen unsere Räume und Freiräume schützen. Nur so bleibt Berlin eine lebens- und liebenswerte, eine offene und tolerante Stadt, in der man atmen kann. Ich erwarte nicht, dass alle Menschen Clubmusik mögen. Es mögen ja auch nicht alle Menschen Schlager oder klassische Musik. Nicht mal Fußball finden alle gut. Eigenartigerweise ist aber die Akzeptanz und die Toleranz dafür größer. Nicht alle Menschen sollen Clubmusik mögen, aber man sollte bedenken, es gibt ziemlich viele, die damit nach ihrer Fasson glücklich werden. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank.